Sven, gratuliere zum heutigen Sprintergebnis. Erzähl uns einmal was vom Rennen. Also erstens Dankeschön und zweitens ja, das Rennen war ziemlich anstrengend, aber die Strecke war in einem guten Zustand. Es war ziemlich eisig, aber sie haben es gut hingekriegt. Sie haben in die Abfahrten die Eisplatten ziemlich gut rausgekriegt, dass man ohne größere Probleme um die Kurven gekommen sind. Und die eisigen Bedingungen, die gefallen mir eigentlich ziemlich gut, weil ich viel mit dem Oberkörper laufe. Ja, also am Schießplatz habe ich gut gearbeitet. Das ist einmal eine Voraussetzung. Für den Verfolger habe ich mir vorgenommen, wieder gut arbeiten am Schießplatz. Und natürlich der Kampf nach vorne und nicht zurück. Ja, und ich bin froh über den 10. Platz. Ich habe noch nicht ganz realisiert, aber das wird schon noch kommen. Wie kommst du mit der Strecke allgemein da zusammen, von der Streckenbeschaffenheit, vom Profil her? Also das Profil ist sicher eines der schwierigsten im ganzen Zirkus von Biathlon. Aber mir gefällt es. Es ist schwere Abfahrten, viel aufwärts und lange Übergänge, wo du eigentlich Druck machen kannst. Und zurzeit fühle ich mich in einer guten Form läuferisch und dann passt das gut. Dann viel Erfolg für den Verfolger. Dankeschön.